Hallo liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen zur 13. Folge von Meine Gartenwoche. Was ich diese Woche so in meinem Garten gemacht habe, das habt ihr ja vielleicht schon in meinem Video von vergangenem Sonntag gesehen. Da habe ich mein Gewächshaus komplett jetzt für den Winter nochmal neu bepflanzt und sogar nochmal ausgesät. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Sagt mal, geht es euch eigentlich auch so? Also mir tut das jedes Jahr so leid, wenn die ganzen Sommerblumen, Tagetes, Geranien, Petunien noch in voller Blüte stehen und dann kommt auf einmal der Winter. Also am liebsten würde ich die ganzen Blumen dann ins Haus holen, geht leider nicht, da fehlt der Platz oder besser gesagt der Platz an hellen Fensterbänken. Ich versuche dann aber trotzdem jedes Jahr irgendwas zu retten. In diesem Fall meine kleinen Mini-Tagetes hier, die habe ich in der vergangenen Nacht um 4 Uhr dann noch ins Haus reingeholt und hoffe, ich schaffe es, die noch ein paar Monate dazu zu bringen, zu blühen oder sagen wir besser mal gesagt ein paar Wochen. Da kann man dann auch noch das Saatgut für das nächste Jahr sich dann noch entnehmen. Das ist übrigens schon die zweite Generation. Die erste hatte ich als Pflanzen gekauft und im Mai hier ausgesetzt. Die haben sich selber ausgesät. Und wie ihr seht, bis jetzt blühen sie. Da gab es ein Rezept, was ich schon seit sehr langer Zeit mal ausprobieren wollte. Und zwar ein Ajiaco di Bogota. Das ist eine Kartoffel-Hühner-Mais-Suppe aus Kolumbien mit einer ganz besonderen Zutat, die wir, glaube ich, als Gärtner alle kennen. Und zwar dem Franzosenkraut. Das Franzosenkraut stammt ursprünglich aus Südamerika, wahrscheinlich aus Peru, und die Europäer hatten das dann nach der Entdeckung Amerikas mit nach Europa gebracht, wahrscheinlich um es hier als Nutzpflanze anzubauen, und wie wir alle wissen, das hat sich inzwischen komplett invasiv ausgebreitet. Das Rezeptvideo wird es voraussichtlich schon am kommenden Freitag geben und so viel schon mal vorweg, nachkochen lohnt sich. Ich war heute mal wieder in der Gartenoase Köln-West und von da habe ich nicht nur diese Paprikas und Chilis mitgebracht, sondern auch ein kleines Video. Und das gibt's jetzt. Heute ist der 7. November und Marcel, also ich erinnere mich ja, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Früher, so in den 80ern, 90ern, da haben wir im November weder Tomaten noch Paprika und schon gar keine Süßkartoffeln oder Inka-Gurken geerntet. Was ist los? Ist das der Klimawandel oder hast du einfach hier nur sehr gute Produktionsbedingungen geschaffen? Also wir sind ja einmal hier im Rheingraben bei Köln, ist ein bisschen wärmer. Wir haben dieses Jahr Glück, kein Frost bisher. Also manchmal ganz knapp davor, aber es hat noch nicht gefroren. Das ist die eine Sache, was Tomaten im Tunnel und so anbetrifft. Das hat ein bisschen was mit der Technik zu tun. Da haben wir mittlerweile rausbekommen, dass Fenster zumachen gar nicht so gut ist. Lieber ordentlich durchlüften, lieber ein bisschen kälter. Dafür immer schön abtrocknen lassen. Und die Paprika, normalerweise sagst du ja, eine Paprika- oder Chili-Pflanze, die lässt ab 4 Grad, macht die schlapp. Deine, die gucken uns auch gleich mal an, ja. Die sehen noch super aus und du erntest ja auch noch eine ganze Menge. Wie kommt das? Ja, wir haben dieses Jahr unheimlich viel Paprika. Wir haben ein bisschen zu spät gepflanzt, weil die neuen Tunnel noch nicht da waren. Und ja, jetzt haben wir einfach super Massen da dran. Die Pflanzen stehen noch ganz okay. Ich denke mal, das war nachts einfach nur mal so kurz, so kalt, dass es noch nichts ausgemacht hat. Also an der Stelle der Aufruf, wer aus der Nähe von Köln hier ist, kommt in die Gartenoase. Der Marcel verkauft gerade zu wirklich sehr, sehr günstigen Preisen, weil er den Kram einfach loswerden möchte. Diese sonst recht teuren, wenn überhaupt angebotenen Inka-Gurken. Muss man lange suchen, ja. Muss man lange suchen und auch Paprikas. Also wer ein bisschen die lokale Landwirtschaft unterstützen möchte, ab in die Gartenoase. Und wir gehen jetzt mal in den Tunnel. Wir sind gerade hier in einem der besagten Folientunnel bei Marcel. Da hat es ja schon mal ein Video zu gegeben, wie die dieses Jahr neu entstanden sind. Und hier ist wirklich alles noch voll mit Paprikas. Was hast du für Sorten hier? Also die unterschiedlichsten Formen und Farben gibt es noch. Der normalen Block, dann haben wir die Jumbos, die ganz langen, großen. Ja, das ist jetzt eine Spitzpaprika da. Die schwarzen, orange, gelb, alle Farben sind da. Und was meinst du, wie lange geht die Ernte noch? Also es geht langsam los, dass wir abräumen müssen. Wenn es jetzt noch länger so kalt bleibt, soll jetzt erstmal ein bisschen wärmer werden. Aber wenn es länger kalt bleibt, müssen wir abräumen. Und dann werden wir es einlagern, was wir können, wo wir Platz haben, was wir noch verkaufen können. Okay, das wäre aber vielleicht mal eine Frage oder ein Tipp für unsere Zuschauer. Was, wenn die jetzt noch Paprikas im Garten haben,
reinholen. Wie lange kann man die lagern und wie würdest du die lagern? Also möglichst kühl natürlich, feucht, wobei nicht jetzt nass, aber eben in einer gespannten Atmosphäre. Kühlschrank? Kühlschrank ist, ja, warum nicht? Wenn man den Platz Tiefkühlfach? Tiefkühlfach erst nach dem Kochen. Ja. Sonst schmeckt es nicht mehr. Das wird matschig, nicht. Oder? Wird matschig, das wird unappetitlich, das ist nichts. Ja, und das kann 2 Wochen bestimmt. Es kann auch, wenn man nicht ganz empfindlich ist und darf ein bisschen welk sein, dann kann es auch ohne weiteres 4 Wochen halten. Hast du schon mal versucht, die zu trocknen und Pulver draus zu machen? Mit den Paprika nicht, aber mit den Chilis schon, ja. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt hier, ich zeig das mal. So. Das ist einmal das reife und einmal das unreife Exemplar. Kann man die unreifen kleinen auch essen? Das ist wie eine normale grüne Paprika. Das schmeckt halt nur anders, das muss man mögen. Ne? Was meinst du, die schmeckt anders? Also ja, wie halt grün. Wie eine grüne Paprika. Also da ist nichts dran, weil einige Leute glauben, vielleicht man darf keine grünen Paprikas essen. Das ist Quatsch, ne? Dann würden keine grünen verkauft werden. Also ja, die glauben, das sind eigene Sorten vielleicht, aber ist nicht so, nein. Ne? Nein, nein. So, das waren die Paprikas. Wir gucken uns jetzt schnell nochmal die Chilis an. Und diesmal werde ich keine essen. So, jetzt in Folientunnel 2. Hier gibt es Paprikas, Tomaten. Eben schon gesehen, Endiviensalat zwischen den Reihen. Ja, haben wir schon mal dazwischen gesetzt, weil wir keinen Platz hatten, dass der da schon mal ein bisschen wachsen kann. Und wenn dann die Pflanzen weg sind, dann kann er sich ausbreiten. Bisschen wachsen kann, die sehen doch schon sehr erntefertig aus, oder? Ja, manchmal geht es schneller, als man sich das wünscht. Was hast du da? Jetzt hier aus dem Chili. Ja, wir haben hier die eine Reihe. Ganz wie viele Meter sind das eigentlich hier? 30? Nee, ist mehr. Irgendwie knapp 40 oder so. 40 Meter Chili hast du hier. Oder sind es 30? 30. 30 bis 30. 40. Ja, alle halbe Meter eine Pflanze. Hier vorne ist Lemon Pepper. Das ist jetzt mal keine Chili, das ist so ein Jumbo-Paprika. So wie man es in Spanien eigentlich nur bekommt. In Spanien bekommt man die nur. Da gibt es nicht diese holländischen Blockpaprika. Hier haben wir einmal eine Chili Joe's Long, also steht in der Beschreibung bis 30 cm, ja, nicht ganz, aber kommt fast hin. Das ist eine Jumbo-Paprika hier. Paprika also, oder Chili? Chili. Waren wir gerade beim Paprika, eine Jumbo-Chili. Sieht aus wie eine Paprika, ist scharf wie eine Chili. Genau. Hat so Stärke 3 bis 4, also ist schon einiges. Ist, ja, kann man schnell mit einer Spitzpaprika verwechseln, also wenn mal jemand einen reinlegen will, einfach da drunter mischen. Dann haben wir hier diese Glockenpaprika, ist also auch eine sehr scharfe Sorte. Nur mal eine kleine Glocken. Und hier, das ist die schärfste, die wir dieses Jahr haben, das ist die Trinidad Scorpion. Schon gegessen? Nein. Ich traue mich nicht. Das war ein kleiner Einblick in die Gartenoase Köln-West, wie es im Profibereich im Moment aussieht bzw. aussehen kann. Wir haben noch ein sehr, sehr interessantes Projekt für nächstes Jahr geplant. Dazu aber, da gibt es noch einen extra Trailer und eine Ankündigung. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Auch für dich ist ein Experiment, auch für dich. Das ist eine ordentliche Erweiterung nochmal, ja. Also ihr dürft gespannt bleiben. Und da das in dem Video vielleicht nicht so von den Größen hervorging, wir waren ja relativ weit weg von der Kamera, hier nochmal der Vergleich. Das hier ist eine normale Blockpaprika, wie man die hier kaufen kann. Und das mal die besagten Paprikas, wie es die eigentlich nur in Spanien gibt. Das ist die sehr lange Chili. Und das hier ist die eben gezeigte Riesenchili. Also mal im Vergleich zu der sehr scharfen. Die sollte man wirklich nicht mit einer normalen Paprika verwechseln. In der letzten Woche haben wir gemeinsam dieses kleine Pilzbestimmungsexperiment gemacht. Und hier die Auswertung. Die meisten haben das erste Bild richtig als Schopftintling bestimmt, ein Speisepilz, den man allerdings nur essen sollte, wenn er komplett weiß ist. Die auf den Fotos haben es schon lange hinter sich. Auch das zweite Foto zeigt einen schon etwas älteren Pilz, was die Bestimmung dann immer etwas schwieriger macht. Hier gehen die Meinungen auseinander, ob das hier eine Ziegenlippe oder ein Maronenröhrling oder ein Kuhröhrling ist. Ich würde in diesem Fall zur Ziegenlippe tendieren. Beim dritten Foto gab es die meisten unterschiedlichen Antworten. Hier traue ich mir auch nicht mal die Unterscheidung zu, ob es zur Gattung der Keulen oder Keulchen gehört. Wie gesagt, wenn man sich dann auch nur ein bisschen unsicher ist, nicht essen.
Foto 4 zeigt eine Speisemorchel, das Foto ist allerdings aus dem Frühjahr. Auch in dieser Woche wieder ein kleines Quiz. Wer kann mir sagen, zu welcher Pflanze dieses Teil gehört? Wer zuerst die richtige Antwort in die Kommentare schreibt, kann von mir, wenn gewünscht, 5-6 Samen von dieser Pflanze zugeschickt bekommen. Habt ihr schon mal von Apios, Malanga, Luftkartoffeln oder Oger gehört? Und wenn ja, wisst ihr auch, wie man diese in Deutschland anbaut, sie zubereitet oder wie sie schmecken? Wir haben am vergangenen Wochenende eine ganze Videoreihe aufgenommen, die sich genau mit diesen spannenden Gemüse- und Gewürzexoten beschäftigt. Die erste Folge wird es dann am nächsten Sonntag geben und da geht es um die Luftkartoffel. Das war's auch wieder mit dieser Folge von Meine Gartenwoche. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich immer über eine Bewertung, ein Abo oder eine Weiterempfehlung. Jetzt zeige ich euch noch einige der Fotos, die ihr mir im Laufe der vergangenen Woche zugesendet habt und wie man das macht, wenn ihr auch eure Gartenfotos in diesem Format hier sehen möchtet. Das steht in der Videobeschreibung. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.